Hier am Fuße des Grazer Schlossbergs liegt das SAP, ein selbstverwaltetes und gemeinnütziges Vereinsprojekt. Wir verstehen uns als Kollektiv und treffen unsere Entscheidungen am wöchentlichen Plenum im Konsens. Alle Menschen in unserem Projekt arbeiten unentgeltlich. Wir erhalten keinerlei Förderungen und finanzieren uns ausschließlich durch Spenden und minimale Mitgliedsbeiträge. Unser niederschwelliges und vielfältiges Programm reicht von Konzerten über Partys hin zu Lesungen, Workshops und Diskussionsveranstaltungen. So haben in fast zwei Jahrzehnten Vereinsgeschichte wohl über 1000 Künstlerinnen aus allen Genres und Ecken dieses Planeten die Bühne unseres Hauses bespielt. Also das erste Mal, wie ich im SAP war, das war vor circa 10 Jahren. Und ich weiß nur genau, wie ich reinkommen bin, war es einfach so, es war so Wohnzimmerfeeling. Dass ich sofort wohlgefühlt und es war einfach so eine familiäre Stimmung. Ja, du kannst die auf eine gewisse Art und Weise gehen lassen, wie du sonst in Graz nirgends machen kannst. Das einzige Location ist in Graz, das mir eigentlich gefällt. Geile Punkshows. Alles da ist geil, aber prinzipiell, weil es der einzige Ort halt ist tatsächlich in Graz, wo es sowas wie tatsächlich linke Subkultur tatsächlich gibt, wo tatsächlich Konzerte stattfinden, wo man kleinere Bands in einem gemütlichen Rahmen veranstalten und anschauen und erleben kann. Und das gibt es halt in Graz nur noch da. Also ich kenne keine zweite Location, wo das tatsächlich noch möglich ist. Und als selber Bandmitglied und jemand, der sich immer freut, wenn man irgendwo hinkommen kann und irgendwo hinkommt als Band, wo man spielen kann, auch wenn man nicht viel Ressourcen hat, ist es halt einfach auch wichtig, dass sowas wie das SAP in Graz gibt und dass das auch erhalten bleibt. Was am SAP so besonders ist, naja, grundsätzlich einmal, dass du wirklich hergehen kannst und was organisieren kannst, egal in was für einem Bereich, sei es ein Konzert oder eine Lesung oder was auch immer. Und die Möglichkeit hast du halt in Graz oder generell, ich glaube, in sehr vielen Bundesländern nicht. Und von dem her ist es jetzt schon etwas sehr Flexibles, was halt, ich glaube, sehr viele Leute motiviert, in der Kulturszene oder was auch immer, was weiterzubringen. Und ich glaube, ganz essentiell ist es, genau sowas aufrechtzuerhalten, weil dadurch quasi die Szene in allen Bereichen am Leben bleibt. Boah, im Grunde ist es ein Treffpunkt, ist für jeden, ohne dass man sich verstecken muss oder an Norm entsprechen muss. Man kommt dorthin, man kommt rein und jeder ist willkommen. Ob das, egal was für Musikgeschmack, ob das jetzt Punk ist, ob das jetzt Techno ist oder sonst irgendetwas, es ist eine Plattform für junge Leute, die sich da präsentieren können. Und ich muss auch sagen, es ist eine Möglichkeit für Bands, irgendwo zu spielen, was in Graz zurzeit schwierig ist. Halt. Und deswegen sollte es SAP weiterhin geben. Wie du bestimmt schon selbst bemerkt hast, ist unser Haus nach 17 Jahren Vereinstätigkeit etwas in die Jahre gekommen. In dieser Zeit sind zudem die behördlichen Auflagen strikter und die Kontrollen mehr geworden. Jetzt müssen wir umbauen, um weiter bestehen zu können. Dazu brauchen wir deine Hilfe. Das SAP soll auch nach dem Sommer noch vielen lokalen und internationalen Künstlerinnen eine Bühne geben und möglichst vielen Menschen einen niederschwelligen Zugang zu einem reichhaltigen Kulturprogramm ermöglichen. Darüber hinaus soll das SAP ein wichtiger Ort gegen das derzeitige gesellschaftliche Klima von Autoritarismus, Kurzsichtigkeit und Empathielosigkeit bleiben. Zeigen wir gemeinsam, dass eine solidarische Gesellschaft möglich ist. Werde aktiv und rette die schönste Hütte von Graz. Ich bin halt also heute mein erstes Mal da. Es ist, blöd gesagt, aber eine Absteige. Aber so eine Absteige, da kommst du einfach gern her. Sowas brauchst du mindestens einmal in deinem Leben, dass du in so ein Lokal kommst. Das ist einfach eine super Stimmung da. Die Leute passen einfach, du siehst alles da, was du eigentlich normal sonst nicht siehst, aber es ist geil da.